Willkommen zu einem neuen Let's Play! Und zwar Let's Play Again! Escape from Bug Island! Ja, ich weiß, ich habe das Spiel bereits vor einem Jahr Let's Played, aber das ist schon zu lange her. Ich habe ja meine Gründe. Die Aufnahmequalität ist besser geworden in diesem einem Jahr. Und meine Sprache auch und mein Kommentationsstil ist auch besser geworden und mit Humor auch und ja, ich reg mich auch nicht mehr auf über sonst was und ich bin Horrorspiele jetzt mehr gewöhnt und ja, lange Rede, kurzer Sinn, also wegen vielen Gründen mache ich es. Wegen diesen ganzen Gründen, dass sich halt alles verbessert hat jetzt. So. Und ja. Ich. Let's play das Spiel nochmal mit euch. Und auch aus dem Grund, weil das Nunchuck mehr spinnt als es soll. Nein. Ganz einfach, weil es so ist, dass ich das Spiel echt liebe. Es ist mein Lieblingshorrorspiel. Ich habe es wirklich dazu jetzt gewählt. Es ist einfach so geil. So, was willst du denn? Leicht, normal, schwer. Ich weiß, wir haben das letzte Mal schon auf leicht gespielt. Also könnten wir jetzt normal nehmen und dann schwer. Aber nein. Ich mache trotzdem leicht. Wie rum hältst du? Ja, immer noch so. Ich weiß ja auch nicht, was wir wollen. So, und jetzt geht's los mit dem Intro. Ich hatte mir das Paradies eigentlich anders vorgestellt. Was denkst du, Ray? Hä? Hast du gerade von Michelle geredet? Weißt du, wenn du sie weiter so anstarrst, wirst du noch blind. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Seht mal, diese Spezies gibt es nur auf dieser Insel. Yay! Escape from Bug Island. Ausrufezeichen. Jetzt ist mein Audio auch nicht mehr übersteuert oder so. Wow. Wenn sie nicht wäre, wie sie ist, hätte sie sicher schon ein paar Freunde. Michelle ist nicht wie du. Sie würde nie mit mehreren Typen gleichzeitig ausgehen. Ich habe noch keine meiner Freundinnen betrogen. Wie auch? Du hattest doch noch keine Freundin länger als 3 Wochen. Im Gegensatz zu dir hatte ich wenigstens schon eine Freundin. Wenn du schon auf Michelle stehst, warum sagst du es ihr denn nicht? Weil man bei jemand wie Michelle Fingerspitzengefühl braucht. Aber egal, heute Abend werde ich es ihr sagen. Sehr sicher. Warum kommt ein Insektenhasser wie du eigentlich auf diesen Trip mit? Irgendjemand muss sie schließlich vor dir beschützen. Vertraust du mir nicht? Wir sind seit der Highschool befreundet. Ich würde nie was mit deinem Mädchen anfangen.
Das sollte dir klar sein. Na klar, ich traue dir etwa so wie den Insekten auf dieser Insel. Hey, ist gut. Ich habe nichts gesagt. Okay. Hey, aber Michelle mag Insekten. Mike, ready! Es wird dunkel, wir sollten unser Lager aufschlagen. Da drüben ist eine gute Stelle. Als wir an Bord gingen, war es noch Morgen, oder? Wo ist die Sonne hin? Die Sonne geht morgen wieder auf, Mike. Es ist ziemlich dunkel. Außerdem habe ich keine Lust, mich im Nebel zu verlaufen. Du hast doch nur Angst vor Rieseninsekten, Weichei! Diese Insel ist genau wie es in den Merkronotizen steht. Ein Paradies für Insekten. Du meinst, hier wimmelt es von diesen Biestern? Oh, sie sind zwar groß, aber ich denke, sie sind harmlos. Ja, sicher. Abgesehen davon, stell dir vor, was wir hier alles lernen können. Die Analyse ihres Ökosystems könnte für die Wissenschaft ein Riesenfortschritt sein. Und für die Insektenspray-Industrie. Was? Du musst deine Abscheu vor Insekten überwinden, Ray. Es gibt sie seit Milliarden von Jahren. Und sie sind viel anpassungsfähiger als meine Schuhe. Was? Wie als wir? Wir werden sehen, wie gut sie sich anpassen an das Profil einer Schuhe. Black Screen. Wollen Sie das Tutorial starten? Ich bin nett. Nein, denn das haben wir schon gehabt. Sicher? Ja. Denn das haben wir immerhin schon gehabt und ich möchte euch das nicht nochmal antun. Das waren 15 Minuten unseres Lebens, die wir vergeudet haben. Und jetzt nicht nochmal. Oh mein Gott, sie hat mich angeguckt! Das waren die Gedanken von Ray. Ich habe dieses Buch hier mitgenommen. Es ist wirklich interessant. Es beschreibt alle Insekten auf dieser Insel. Toll. Was ist so toll an einem Insektenlexikon? Es ist ein alter Text, den mein Lieblingsentomologe übersetzt hat. Die Nekronotizen beschreiben das Ökosystem der am höchsten entwickelten Insekten der Welt. Insekten entwickeln sich deutlich schneller weiter als Menschen. Wusstest du das? Ich finde das faszinierend. Was? Du hast einen Lieblingsentomologen? Ray, bist du okay? Ich guck zwar gerade Mike an, aber du siehst trotzdem irgendwie so blass aus. Michelle, können wir ein paar Schritte gehen? Ich meine, wer hat denn bitte schon einen Lieblingsentomologen? Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Mike, kannst du uns bitte kurz allein lassen? Klar, aber erst muss ich Michelle was fragen. Was ist los mit euch beiden? Michelle, willst du mit mir gehen? Was? Ich liebe dich. Was? Oh Mike, du bist echt ein Scherzkeks. Scherzkeks? Sieh aus, als würde ich Witze machen. Also! Michelle, ich habe mir das lange überlegt und finde, dass wir zusammengehören. Und was sagst du? Willst du mit mir gehen, Computer? Hilfe. Moment mal, das war eigentlich mein Text. Hey. Oh, das ist ja ganz originell. Hör zu, Michelle. Lass dir mit deiner Antwort ruhig Zeit. Sagen wir, bis morgen Mittag. Du kannst natürlich auch sofort antworten, das wäre noch besser.
Ich muss mir kurz die Beine vertreten. Tschüss! Bin wieder da! Ich auch! Ich komme mit! Und nicht schon wieder! Bitte nicht! Ich muss jetzt einfach allein sein. Du bist zwar schon hier laufen, aber egal. Und über alles nachdenken. Aber... Mann, lass sie gehen! Ich hab meine Schrotflinte schon längst permanent gemacht. Was? Ich bin bald zurück. Aber... Was sollte das, Mike? Sie ist süß für den durchgeknallten Insektenfan. Abgesehen davon hättest du dein Gesicht sehen sollen. Aber du liebst Michelle noch gar nicht. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Aber als du dann so geschwärmt hast und... Und was? Ich... naja, da dachte ich mir, vielleicht hast du recht. Außerdem habe ich eine Knarre und du nicht. Eigentlich bist du also schuld, dass ich mich in sie verliebt habe. Außerdem ist es offensichtlich, die Kleine steht auf mich. Das tut sie nicht! Oh doch, ich werde ihr jetzt nachgehen. Ich bin sicher, dass sie reden will. Zweideutige Anspielung. Aber, vor einer Minute hast du mir gesagt, ich soll sie gehen lassen. Ja, Mädchen stehen auf sowas. Tun sie nicht? Warum passieren solche Sachen eigentlich immer mir? In jedem zweiten Spiel wird das gesagt. Oh mein Gott, epische Kamera. Oh, wo sie wohl hin sind? Oh Mann, das ist echt lästig. Ich suche mal da drüben. Im Feuerhaufen. In dem Lichtschalter. Ich zeige gerade zum Lichtschalter. Okay. Steuerung, Licht einschalten. Drücken Sie den C-Knopf. Das ist Speichern. Sie wissen ja alles. Also, wollen wir nicht weiter Ihr Ohr abkauen? Das tue ich schon. La 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 la. Und schon sind wir im Spiel und laufen weg. Was? Das geht ja schon gut los mit dem Nunchuck. Vielleicht sollte ich mir die Kopfhörer aufsetzen. Oh, schon viel besser. Ich bin verkabelt. Warte. Yeah. So. Warten dort. Ach, speichern. Wer will das schon? Ein Messer! Eine Mordwaffe. Die ist nicht erlaubt. So, jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, ob ich jetzt die 100% mache. Ich werd's probieren. Aber ich kann euch nichts versprechen. Weil das ist ja wirklich Hilfe. Ich werde probieren, die 100% zu machen, aber versprechen kann ich es euch nicht. Da fällt mir ein, Michelle hat sowas erwähnt. Das Resort hier wurde vor 10 Jahren durch eine Flutwelle zerstört. Wer macht denn bitte Urlaub auf einer Insel, auf der es von Insekten wimmelt? Du? Fragezeichen. Du? Oh, Kühlschrank ist offen. Sind Kekse drin, ne?
Konservendose. Spinat! Wer mag alles Spinat? Oh. Anschauen. Mm. 28. Februar. Wir sind endlich auf der Insel angekommen. Ursprünglich wollten wir unser Lager im Freien aufschlagen. Allerdings hat irgendein Idiot die Zeltstangen vergessen. Ich hätte ja gerne unter freiem Himmel geschlafen, aber meine Freundin hat eine Hautflügelallergie. Also sind wir in eine Hütte eingebrochen. Ich bezweifle, dass hier noch jemand lebt. Allerdings scheint dieser jemand ziemlich überstürzt aufgebrochen zu sein. Hoffen wir, dass er nicht allzu schnell zurückkommt. Und hoffen wir, dass wir niemals den Grund herausfinden, warum derjenige so überstürzt raus wollte. Wie wär's, wenn du speicherst? Die Lampe ist an. Nein, wirklich? Ah, ich bin verkabelt. Hilfe. Hilfe, ich bin verkabelt. Rettet mich. Ah! Was zum Kabel? So. Was ich noch niemals getan habe, ist hier hinter gucken, ob was ist. Das ist nämlich wirklich etwas. Eine Kiste und eine unsichtbare Wand. Das ist ja schön. Deswegen konnte ich nicht ruhig schlafen. Genau. So. Interessant. Und wo muss ich lang? Achso, ich hab's vergessen. Was? Nein, hier. Hier muss ich lang. Oh. Ich frage mich, ob das geht. Oh, es funktioniert. Selbst wenn ich weit weg bin. Das sind Fortschritte. Moment, es ist ein Wii-Spiel. Boah, okay. Hi, meine kleine Kiste. Wieso ist in jeder Kiste nichts drinne? Jo, hurra, Erkundungsfreude vor dem Wind. Nehmen. Sie können keinen Stein mehr tragen. Dann gehen wir auf diesen... seltsamen Strand. Was ist denn da drauf? Was ist denn da drin? Ein Nichts? Na klar. Aha. Oh, gar nicht gefährlich hier. Hallo? Danke. Nehmen. Danke. So. Ach, ich freue mich wirklich auf das Spiel wieder. Ah, es wird wieder so nice. Sagte der Mais. Zu den Geiß. Was? So. Die ganze Karte werden wir eh nicht erkundet kriegen. Das glaube ich jetzt mal nicht. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir haben jetzt schon 20 Minuten verplempert. Und ja. Irren ja jetzt schon wunderbar herum. Ich weiß aber wo lang. Keine Sorge. Ich habe das drinnen in meinem Hirn. Oh, welch Wunder. So, wir müssen nämlich hier in diesem verdammten Strand vorbei und dann hier hoch. Genau hier wollen wir lang, müssen wir lang, können wir lang, können wir Angst haben. Dum, 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 dum. Oh mein Gott, Erdbeben! Hilfe! Eine Armada!
Oh mein Gott! Das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe in meinem ganzen... Man kann auch einfach drüber laufen, das ist das Beste bei diesen Asseln. Waterman. Ich höre Waterman. Waterman is incoming. Interessant. Nein. Interessant. Immer dasselbe mit diesen Viechern. Kann der nicht schneller laufen? Ich bin gerade ein bisschen in Zeitdruck. Nein. Es ist auch gerade draußen total heiß. Oh je. Und wir haben Minutenlauf gemacht. Okay, das ist wohl der eindeutige Beweis. 100% auf keinen Fall, Leute. Ich werde es probieren, aber nö. So. Gehölz. Das Gehölz. Ups. Was tut er? Immer so. Das war auch schon im vorherigen Let's Play so. Dass er bei der Stelle wirklich gerollt ist. Ich weiß nicht warum. Irgendwelche Affen? Okay. Oh, oh, Nase. Ja. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part schon an dieser Stelle, weil, wie ich noch weiß, hat das Spiel nämlich keine wirklichen Speicherbuttons, also nur so an den Lampen, und diese Lampe ist noch... Was war das? Was? Was? Warte, was? Na gut, dann mache ich weiter. Schmeckt's? Oh yeah, diese Musik ist so geil. Die Gottesanbeterin. Ich liebe diesen Soundtrack. Was noch eine? Hier sind ein Haufen von denen, aber egal. Jetzt brauche ich nur noch eine Serviette. Für eine Orange brauche ich eine Serviette. Das ist auch gut. So, was haben wir hier? 28. Februar. Im Wald liegt eine Leiche. Yay! Wir haben sie heute entdeckt. Erst dachten wir, es wäre ein Elch. Aber dann fiel meiner Freundin ein, dass auf dieser Insel gar keine Elche leben. Dann haben wir den Schädel gesehen. Er stammt zweifellos von einem Menschen. Da, da, da. Auf dem Rückweg ins Lager geriet einer meiner Freunde in einem Schwarm von Insekten. Und er hat eine Menge Blut verloren. Als wir unsere Taschenlampen abgeschaltet hatten, ließen uns diese Biester weitestgehend in Ruhe. Im Moonwalk haut er aus diesem Haus ab. Sehr schön. Und läuft gegen irgendwelche Bäume. Wo muss ich denn lang? Ich
bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht hier lang muss, wo ich lang will. Oh, unsichtbare Wand. Nerv jetzt nicht rum. Du kannst doch wohl mal da runterspringen. Nein, okay. Danke. Unfähig. Da ist der nächste Punkt. Du wärst dran vorbeigelaufen. Traurig. Das ist traurig. Ein roter Pilz. Eine Orange. Ein Baum. Ein Strauch. Ein verseuchtes Haus. Und drinnen wohnt der Klaus. Das ist doch klar. Wie viel Spinat wir nur finden, ey. Es ist unglaublich. Eine Lampe, aber nicht zum Anzünden. Wir können erst speichern, wenn wir was gefunden haben, womit wir die Lampe anzünden können. 29. Februar. Ein paar riesige Insekten haben eben einen meiner Freunde gefressen. Toll. Und den Geräuschen nach sind sie immer noch nicht mit ihm fertig. Und anstatt ich meinen Freunden helfe, sitze ich hier und schreibe diesen bescheuerten Brief. Toller Freund. Der Rest von uns versteckt sich, bis sie verschwinden. Bei dem Sieg. Wir sind vorhin an einem Baum mit einem riesigen Nest, merkt ihr das? Vorbeigekommen. Wenn ich etwas zum Werfen finde, kann ich es vielleicht runterholen. Merkt ihr, runterholen. Zweideutig. Meine Freundin ist vor einiger Zeit weggelaufen, weil ich mir einen runtergeholt habe. Was? Nein. Seit wir hier sind, war sie irgendwie komisch. Ich hab doch gesagt, sie ist komisch. Liegt wohl an ihrer Hautflügelallergie. Na, jedenfalls hat sie ihr Feuerzeug, merken, vergessen. Ich gebe es ihr zurück, sobald diese verdammte Schrift endlich mal weg ist. Hoffentlich wird sie nicht vorher gefressen. Langsam wird mir klar, warum hier niemand mehr lebt. Ich kann's verstehen, warum hier niemand mehr lebt. Was machen die? Die backen sich ja voll diese Asselteile des Todes und der Verzweiflung. Da sehe ich auch schon den großen Punkt der Verzweiflung. Von dort kommt all die Verzweiflung her. Und ich habe noch einen gelben Punkt gesehen. Hallo? Gib mir den Beat zum Runterfallen. Auf jeden Fall das. Das war ja einfach. Sie haben ein Feuerzeug gefunden. Freuen Sie sich jetzt. Lassen Sie sich ruhig Zeit mit Ihrer Überlegung. Toll! So, wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen erstmal zum großen Shiny-Punkt, denn mit diesem Feuerzeug können wir jetzt bestimmt diese Lampe da anzünden. Wow, was war das? Ach, das war so ein Vieh, was sie gesagt haben. Warte mal, Junge, du kannst hier hoch. Macht der einfach erste Person-Modus. Und jetzt versteckt sie sich hinter Baum.
Was kommt als nächstes? Dass es da oben nichts gibt. Runterklettern. Hua! 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 Umständlich. Anzünden. Sie haben die Lampe angezündet. Oh mein Gott. Speichern. Das ist erlaubt. Geil. Gut, Leute. Dann würde ich auch vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Im nächsten Part geht es weiter. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. What the fuck? Bis zum nächsten Mal. Ich schlafe hier gleich ein. Ist ja gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Schau Meinung in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Und nicht den nächsten Part verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.